So, moin Freunde, ich bin wieder hier, euer Tobro, bin immer noch leicht raue Stimme. Ich habe gerade noch ein Video fertig geschnitten, kein kleines kurzes Video vom Mittwoch, heute ist Mittwoch, wahrscheinlich werde ich es heute gleich noch hochladen oder morgen, ich weiß es noch nicht ganz genau, hundertprozentig, wie ich nachher noch Zeit habe. Ich will euch heute ein bisschen mitnehmen. Thema dieses Mal ist Geschwindigkeit. Es ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nicht über die Geschwindigkeit geredet habe, deswegen machen wir das mal. Und ich habe mal was Neues auszuprobieren. Ich habe jetzt meine Kamera, ich weiß, der hat es nicht richtig gemacht. Hier drin gemacht, um den Blick so direkt nach vorne und da klingelt mein Telefon. Ich bin gleich wieder da. Und wieder da. Telefon klingelt immer dann, wenn man gerade beim Vloggen ist. Ich habe auf jeden Fall hinten jetzt eine neue Kameraperspektive, will das mal ein bisschen ausprobieren. Und wir wollen noch ein bisschen über die Geschwindigkeiten reden. Wie schnell darf man auf der Bundesstraße, wie schnell darf man auf der Autobahn, wie schnell darf man innerorts, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Da wollen wir ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, einige wissen es nicht, wie schnell ein LKW eigentlich fahren darf oder fahren kann. Die sind ja auch begrenzt. Das war ja auch nicht immer so. Bis, ich glaube, 95. Ich glaube, 95 wurden die erst so richtig begrenzt, glaube ich. Vorher kann ich erzählen, dass mein Vater auch teilweise gefahren. Da sind die teilweise auf der Autobahn. Die ballern hier beim Laden. Da ist mein Vater auch teilweise mit, ich glaube, 120 auf der Autobahn geballert. Natürlich leer, weil Laden hast du dann auch nicht so einfach erreicht. Ich lade das mal fertig. Dann gibt es die ersten Fahrszenen. Wir fahren heute erstmal wieder nach Lidl Rostock. Kennen wir ja schon. Sind wir ja schon ein paar Mal hingefahren. Das habe ich heute so ein bisschen vor, da hinfahren, abladen. Dann wieder laden fahren, wieder für Lidl Rostock und morgen da anliefern. Aber das ist dann der morgige Tag. Heute erstmal darüber fahren, weil ich da auch Großteil auf Autobahn fahren muss. Kurz nochmal, wie schnell darf man auf der Autobahn fahren? Ein LKW? 80. Nicht schneller, normalerweise. Ich sag mal, die meisten Polizisten sagen, okay, bis 89, da sind die LKWs ja sowieso begrenzt, ist okay. Gibt aber auch einige, die sagen, nee, ihr dürft nur 80 fahren. Wenn ihr 85 fahrt, sagen wir noch okay. Aber 90 ist mir zu schnell oder 89. Kann man sehen, wie man will. Wie ich das finde, natürlich, ja, okay, 90 auf der Autobahn ist irgendwo okay. Auch mit den ganzen Hilfsassistenten, man hat ja Abstandswarner, Spurhalteassistent oder Spurhaltewarner und Abstandsassistent, der hält automatisch den Abstand, der bremst sich auch runter, auch ziemlich stark. Ist schon eine coole Geschichte und ist mittlerweile ja auch Standard in den LKWs. Und ich übelst den Frosch im Hals. Autobahn 90 ist, denke ich mal, noch in Ordnung. Ja, ob jetzt auf 100 schneller, interessanter wäre oder cooler wäre, lässt sich streiten. Viel eher auf der Bundesstraße, aber da komme ich dann im nächsten Take zu. Also, fahren wir erstmal eine Runde. Ich denke mal, ich bin jetzt gleich beladen. Werde jetzt ausgiebig diese Kameraperspektive mal ausprobieren. Werde auch vielleicht noch mal ein bisschen zu euch sprechen, weil ich auch sehen will oder hören will, ob das vom Sound her passt, so wie ich es dran habe, und vor allen Dingen, ob das wackelt. Weil so richtig hundertprozentig fest ist das eigentlich nicht. Es kann so ein bisschen wackeln. Ich hoffe, dass es nicht zu doll wird, weil ansonsten sind die Aufnahmen für den Arsch. Wir werden mal sehen. Ein paar Aufnahmen schmeiße ich euch so oder so rein, auch wenn es wackelt. Aber wenn es halt wackelt, wisst ihr, woran es liegt und ich arbeite dran. Also gucken wir mal weiter. So, fertig geladen. Bin jetzt echt gespannt, ob das mit dem Sound so ein bisschen hinhaut. Ich habe jetzt noch Fenster offen. Ich bin auch kein Offroad-Trucker hier. Ich hole jetzt einmal schnell Papiere, muss ich noch drüben, von drüben holen. Und wie ihr seht, ist das ganz schön neblig hier. Bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht zu Hause bin, weil ich jag immer noch ein Foto. Bin ja der es nicht weiß, bin ja nebenbei sehr engagierter Hobbyfotograf. Und wollte schon lange immer noch mal ein Foto so in diesem Nebel im Wald machen. Ich habe da so einen schönen Wald mir schon ausgeguckt und alles und habe eigentlich nur gewartet, dass mal sowas ist. Es ist schon mittlerweile Tag und es ist immer noch relativ starker Nebel. Gut, vielleicht am Wochenende. Mal sehen, mit ein bisschen Glück. Ja. Jetzt nach der Störung der Spurhalteassistent. Ist aber auch klar, weil hier sind keine weißen Striche. Daran misst er sich das immer. Ich würde sagen, ich schmeiß jetzt mal einen richtig schönen Timelapse an. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich oben in Rostock bin.
jetzt noch mal ein kleiner Soundcheck auf der Autobahn, maximale Geschwindigkeit und kühler Sitten an. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt anhört. Ob das so einigermaßen hinhaut. Ja, wieder ein kleiner Räusper, der Frosch ist immer noch nicht raus. Oder ob die Nebengeräusche einfach zu stark sind. Ich habe jetzt die ersten Videodateien gesichtet. Ich weiß, Haare liegen wahrscheinlich gerade wie sonst was. Ich setze mal schnell die Mütze wieder auf. Viel besser. Viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Man sieht so unten das Bett so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Die Perspektive. Ich werde mal jetzt den Tag über noch mal ein paar andere Videoszenen noch mal ausprobieren. Oder besser gesagt, alte Videoszenen, wo ich weiß, dass sie hundertprozentig funktionieren. Ob das jetzt so das Richtige ist, weiß ich noch nicht. Weil das ist auch ganz schöner Akt hinten mit den Dingen, dass das auch wirklich so einigermaßen sitzt. Und ich will den Gorilla-Pod auch nicht unbedingt kaputt machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter nutze. Mal gucken. Ich lasse mir noch was einfallen. Vielleicht bastel ich heute Abend noch mal ein bisschen umher. Wollen wir mal sehen. Und jetzt noch mal zum Thema. Autobahn hatten wir. 80 km/h. LKW ist bei 90 abgeriegelt oder 89, kommt immer ganz drauf an. Es gibt auch einige, die bei 85 abgegrenzt sind, aber die meisten sind bei 89 ab Werk. 89, 90. Kommt immer ganz drauf an. Dann natürlich jetzt zur Bundesstraße. Bundesstraße grundsätzlich ist 60, also 60 auf der Bundesstraße. Das finde ich persönlich sehr gefährlich, weil du kommst mit 100 angepflastert, mit normalen PKW, über die Bergkuppe und dahinter ist ein LKW, der gerade mal die Hälfte oder nicht ganz die Hälfte deiner Geschwindigkeit hat, also mit 60 umhertuckelt. Das kann schon in gewisser Weise gefährlich sein. Ich weiß, die meisten LKWs fahren so zwischen 65 und 70 auf der Bundesstraße, weil denen das auch so ein bisschen auf den Sack geht mit 60 umher zu eiern. Und du bist ehrlich gesagt wirklich gefährlich unterwegs. Ich weiß, dass es im Ausland in einigen Ländern anders ist. Da kannst du 70, teilweise 80 fahren auf der Bundesstraße. Finde ich persönlich auch ein bisschen besser, zumindest 70 wäre in Ordnung, dass du dann so, ich sag mal, 75 fahren kannst, ohne dass irgendwas Schwerwiegendes passiert. Das würde nicht unbedingt den Transport schneller machen, sondern das würde ganz einfach dahin gehen, dass du nicht mehr diese rollende Gefahr auf der Landstraße bist. Weil es gibt echt sau viele, die nicht so weit denken und dann denken, hinter der Bergkuppe ist maximal ein PKW, der auch so um die 100 fährt und auf einmal ist da ein LKW mit 60 km/h. Da hast du schon manchmal mal gesehen, dass die hinter dir eine Vollbremsung reingeschmissen haben. Ganz einfach, weil die auch nicht überholen konnten. Das heißt natürlich auch vorausschauend fahren. Normalerweise hätte er darauf geachtet, dass ich auf der Bergkuppe noch zu sehen bin. Dann wüsste er, dass ich hinter der Bergkuppe auf ihn warte und dass ich relativ langsam bin. Gut, wie gesagt, meine persönliche Meinung, 70 sollte eigentlich Standard werden, sodass man ohne Probleme wirklich 75 fahren kann. Das wäre halt cool, das wäre halt das, was ich mir wünschen würde. Und wahrscheinlich viele PKW-Fahrer auch, weil du dann ganz einfach auch ein bisschen schneller unterwegs bist und nicht mehr dieses ganz extreme Hindernis bist. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal abgeladen. Werde jetzt gleich noch Paletten hier holen und dann werde ich runterfahren nach Seevetal. Mittlerweile ist es 12 Uhr, passt eigentlich. Wenn ich hier um 1 wegkomme, bin ich so gegen 16 Uhr unten, ist okay. Dann nochmal laden, dann mal schauen. Vielleicht noch irgendwie bis Lübeck oder sowas hoch. Aber viel weiter werde ich heute, glaube ich, auch nicht fahren. Ich glaube nicht. Mal sehen. Von der Perspektive her, wie gesagt, ich werde das Ding jetzt hinten abnehmen. Ich werde das gleich nochmal alles so ein bisschen umbauen. Werde euch mal kurz für das Rampenrand fahren. Werde ich euch mal hier am Spiegel wieder mal ranpacken, glaube ich. Das war auch ganz cool. Das kann ich auch mal wieder machen. Also an der zweiten Rampe. Ich muss ja jetzt die Leerpalette noch laden. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz cool. Auf jeden Fall schauen wir mal. Jetzt geht es erstmal weiter mit den nächsten Fahrszenen. Und wir sehen uns nachher unten mit, wie schnell darf man in der Stadt fahren, weil da gibt es nämlich auch Unterschiede. Und eigentlich habe ich noch was vergessen auf der Bundesstraße, nämlich
Kraftverkehrsstraßen, das sind die mit den blauen Schildern. Komm ich auch noch gleich zu. Also, bis gleich. Jetzt hier angekommen in Seevetal. Ich werde jetzt hier nachher gleich laden. Wird wahrscheinlich noch so eine Stunde dauern oder so, denke ich mal. Tippe ich mal so. Aber wir kommen noch mal zum Thema. Ich hatte ja eben gerade noch mal erwähnt, Kraftverkehrsstraße auf der Bundesstraße. Die wird ein bisschen anders gewertet, aber auch nur, wenn sie vierspurig ist, also zwei Spuren in jeder Seite, baulich getrennt ist voneinander. Also sprich eine Leitplanke damit, dann wird die ähnlich wie Autobahn gewertet. Habe ich noch irgendwas vergessen? War doch mit Standstreifen? Nee, ich glaube Standstreifen war nicht mit dabei. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf so. Die wird halt so gewertet, das heißt 80, dann darf man, das ist die Ausnahmegenehmigung für Landstraße, 80 fahren oder 90 halt. Oder halt, nee, wie gesagt, vorgegeben ist 80. Und dann gibt es noch eine ganz spezielle Besonderheit, so habe ich es in der Fahrschule gelernt, habe ich aber bis jetzt nur sehr selten gesehen, und zwar innerorts. Innerorts ist ja grundsätzlich 50 für LKW wie PKW. So, wenn aber innerorts 80 ausgeschildert ist, dann darfst du auch innerorts 80 fahren. Das ist die einzige spezielle Besonderheit halt innerorts. Also sprich in der Regel 60 auf der Landstraße, 80 auf der Autobahn, 50 innerorts. Sei denn, da sind mal irgendwas anderes ausgeschildert. Es gibt auch spezielle Beschilderungen für auf der Autobahn, dass denn LKWs nur 60 fahren dürfen. Gibt es auch. A2 ist zum Beispiel ein großes, langes Stück davon gemacht worden schon. Ich werde jetzt noch laden. Für morgen früh werde ich nachher laden. Muss ich mal gucken. Ich denke mal, heute werde ich nicht mehr viel filmen. Deswegen werde ich hier heute und jetzt schon das Video beenden. War ein sehr umfangreicher Tag für mich. Auch die Woche war leicht ein wenig anstrengend. Und irgendwie macht mich das Wetter extrem fertig. Wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die ich gerne durchblättern soll, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentarsektion schreiben. Ich weiß, das Selbstständigkeitsvideo, das fehlt immer noch. Ich komme einfach nicht dazu. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das vielleicht als Podcast mache, weil es einfach zu umfangreich ist für ein so ein Video. Also ein Video würde es sowieso nicht werden. Das würde eher eine Videofolge werden. Sprich, mehrere Videos. Muss ich mal gucken, ob ich das als Podcast mache oder nicht. Schreibt mir jetzt mal rein, ob ihr das irgendwie, oder ich mache oben eine Abstimmung. Weiß ich noch nicht ganz genau. Muss ich mal gucken. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wie ihr das, wie ihr besser finden würdet. Das ist doch ein Deutsch, Alter. Mann, meine Fresse. Aber meine Zunge wird schon wie Alarm, ne? Gut, ansonsten soll es jetzt gewesen sein für dieses lange Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Einstellung. Ich hatte hier in der Mitte nochmal so eine Einstellung, wo ich ganz einfach hier so die Cam hatte, war jetzt nicht ganz so geil, war auch ziemlich wackelig. Ich glaube nicht, dass ich die Dateien viel benutzen kann, auch wenn die Canon-Leica ja das eigentlich relativ gut abfängt. Muss ich mal gucken, sehe ich mir an. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis die Tage, vergesst nicht den Daumen, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich kostenlos und gratis abonnieren, und ciao.